Hallo, hier ist Philipp von Invest Research und ich möchte euch hier die Hugo Boss Aktie vorstellen und diese analysieren. Hugo Boss kennt sicherlich die meisten, ist der führende deutsche Modekonzern, vor allem für Männer, und man produziert neben Maßanzügen und normalen Anzügen auch Freizeitkleidung, aber alles im Premium-Bereich. Ja, ist eine sehr, sehr starke Marke und kann von der Positionierung so zwischen Porsche und Mercedes gesehen werden. Je nach Land, in Deutschland ist Hugo Boss ein Tick günstiger, in China wurden die Produkte deutlich teurer verkauft. Also man hat sich dann noch mehr im Premium-Segment positioniert, musste da aber langsam zurückrudern, auch wegen der sich eintrübenden Konjunktur im Luxussegment. Hugo Boss designt also seine Produkte selber. Sie werden dann meist in Asien produziert, aber auch in Europa, und dann über eigene Shops, über natürlich auch Premium-Läden und auch über den eigenen Online-Shop verkauft. Wenn man da die richtige Marke hat, können nämlich im Textilbereich sehr, sehr hohe Margen erzielt werden. Wenn wir jetzt hier mal schauen, ja, so ein Sakko kostet schnell 350 Euro. Das ist natürlich bei überschaubaren Material- und Produktionskosten, gerade im Direktvertrieb, bleibt da viel hängen. Normalerweise geht ja sehr, sehr viel an die Läden weg. Also im Modesegment nimmt der Laden 60% so im Schnitt. Deswegen hat Hugo Boss ja auch viele eigene Läden entwickelt. Stärkt die Marke natürlich und auch die Margen. Allerdings ist man langsam da auch an den Grenzen des Wachstums gestoßen, da man sonst halt auch die Marke verwässert, wenn es zu viele Läden gibt. Und zusätzlich hat man natürlich auch gerade in diesen Lagen, wo man eine Marke aufbaut, sehr, sehr hohe Mieten und Kosten. Insgesamt gibt es natürlich dann alles rund ums Thema Männermode, auch Lizenzen, auch der Damenbereich, der aber nicht so stark bei Hugo Boss seit vielen Jahren ist. Die Marke und die Produktqualität ist aber sehr, sehr stark und auch das Geschäftsmodell attraktiv. Der Markt wird allerdings generell schwieriger im Einzelhandel. Also gerade in Europa ist der normale Einzelhandel rückläufig, da die Menschen nicht mehr so viel Geld für Mode ausgeben und es halt auch mehr im Internet bestellen. Hier hat man sicherlich keinen Rückenwind. Und in China will man eher auch wieder Läden schließen. Hier noch ganz interessant, das unterschiedliche Preisniveau. Also in Frankreich liegt es bei 100 und in China liegt es bei 150. Also die Produkte sind zwar dort deutlich teurer, obwohl das Land ja eigentlich ärmer ist. In den USA hat man ein bisschen zu stark die Marke verwässert, möchte hier den Großhandel einschränken. Das ist auch eine Aufgabe des neuen CEO, Mark Langer, der eher den Kreativen ersetzt hat. Mark Langer war davor bei McKinsey und ist seit 2003 im Unternehmen und davor der CFO. Er wird also eher den Fokus auf Prozesse und Sparen auch legen, hat aber auch einen Kreativvorstand extra einberufen. Auch möchte Hugo Boss wieder das Geschäftsfeld online besser machen, hier sogenannte Influencer mehr nutzen und auch den Versand in Europa wieder selber abwickeln und auch die Webseite verbessern. Segment Frauen soll weiter aufholen. Mit Jason Wu hat man da auch den richtigen Mann, denke ich, geholt. Aber insgesamt ist es natürlich noch ein langer Weg und oft von der Positionierung her schwierig. Aber gerade im Business-Segment wollen Frauen ja auch gerne eher auch maskuline Produkte haben. Und da ist Hugo Boss natürlich gut aufgestellt. Hier sehen wir nochmal die vier Marken von Boss. Es gibt, wie gesagt, das Premium Boss, das Schwarze, dann eher das jüngere Boss Orange und dann noch eine rote Linie, die ein bisschen künstlerisch ist, sowie auch noch das sportliche grüne Hugo Boss. Hier sehen wir ein bisschen die Umsatzbedeutung. Vor allem halt das klassische Hugo Boss ist am wichtigsten für die Firma. Auch darf man die Probleme in China und Amerika nicht überschätzen. Hugo Boss macht immer noch den meisten Umsatz in Europa und vor allem auch in Deutschland, wo man halt natürlich die ganz, ganz starke Markenvorteile hat. Vor allem im Lizenzbereich ist noch viel Potenzial, was man besser angehen sollte, da man hier nur 2% der Umsätze macht. Das sollte deutlich mehr sein. Also für Parfüme und andere Produkte, wo man einfach nur Geld bekommt, dass andere die Marke draufdrücken können, was natürlich sehr attraktiv ist. Und wir sehen auch hier die abnehmende Bedeutung des Großhandels, also dass man an andere Ketten Hugo Boss Produkte verkauft. Was aber für Dividendeninvestoren interessant ist, wirklich die Ausschüttungsrate ist immer sehr, sehr hoch, um die 75% historisch, und hat sich trotz
kurzfristiger Probleme in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht. Dadurch ist die Hugo Boss Aktie auch eine klare Dividendenaktie geworden. Durch das nachlassende Wachstum hat sie zwar keine über 8,0 Bewertung mehr, sondern noch eine 7,8, was ja trotzdem noch aber ein faires KGV von 19 entspricht. Und da das aktuelle fundamentale KGV darunter ist, ist Hugo Boss auch eine Position, wir sehen es hier im Wikifolio, nachhaltige Dividendenstars, was sich auch aufgrund der steuerlichen Vorteile als Alternative zu einem Direktkauf dieser Dividendenaktie Hugo Boss anbietet. Schaut euch sonst dieses Wikifolio gerne auch mal an, ist auch im Video verlinkt. Weitere Aktienanalysen zu MDAX und allen anderen großen Indexwerten findet ihr natürlich hier auch auf diesem YouTube-Kanal Invest Research und auf investresearch.net.